Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Sonntagnachmittagsversammlung der 187. Frühlingsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dieter Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir begrüßen Sie zur Sonntagnachmittagsversammlung der 187. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Unser lieber Prophet, Präsident Thomas S. Monson, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir übermitteln unsere Grüße den Mitgliedern der Kirche und unseren Freunden in aller Welt, die diese Versammlung über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy, mit Linda Margetz und Bonnie Goodliff an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Come Rejoice. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Eduardo Gavaret von den 70ern. Danach singt der Tabernakelchor Mehr Heiligkeit gib mir. Come rejoice, the King of glory stays.
Lieber Vater im Himmel, wir kommen vor dich mit dankbarem Herzen und auch erfüllt von Liebe zu dir, unserem Vater und für deinen Sohn, unseren Erretter und Erlöser. Für den wir heute hierher gekommen sind. Wir sind so dankbar für unseren lieben Propheten und wir beten für ihn und bitten dich um deinen Segen für ihn, ja, für Präsident Thomas S. Monson. Wir bitten dich um deine Segnung, dass du mit Vertrauen und mit Selbstbewusstsein diejenigen segnen wirst, die heute in dieser Versammlung zu uns sprechen. Bitte segne auch uns, dass wir deine Stimme vernehmen und auf sie hören werden. Bitte segne auch diejenigen, die allein sind, bedrängt. Hilf uns, sie zu finden und ihnen Trost zu spenden. Mit Worten des Friedens, der Liebe und der Hoffnung. Dass wir dadurch bessere Jünger deines Sohnes werden. Dass wir am Ende dieser Konferenz sagen können, dass wir all die Worte, die du zu uns gesprochen hast, glauben. Und dass wir die Entschlossenheit haben mögen und den Wunsch, ständig Gutes zu tun und dir zu folgen. Für all dies beten wir im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.
Wir freuen uns nun, von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Nach ihm hören wir von Elder Joaquin E. Costa und Elder S. Mark Palmer von den 70ern. Elder Christofferson. Der Prophet Ezechiel kam etwa 2 Jahrzehnte, bevor Lehi und seine Familie Jerusalem verließen, zur Welt. 597 vor Christus, als Ezechiel 25 Jahre alt war, wurden er und viele andere von Nebukadnezar als Gefangenen nach Babylon geführt, wo er allem Anschein nach den Rest seines Lebens verblieb. Er stammte aus dem priesterlichen Geschlecht Aarons und im Alter von 30 Jahren wurde er Prophet. In seinem Auftrag an Ezechiel machte Jehova vom Sinnbild des Wächters Gebrauch. Wenn dieser Wächter das Schwert über das Land kommen sieht, bläst er in das Widderhorn und warnt das Volk. Und wenn dann jemand den Schall des Horns zwar hört, sich aber nicht warnen lässt, sodass das Schwert kommt und ihn dahinrafft, dann ist er selbst schuld an seinem Tod. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht in das Widderhorn bläst und das Volk nicht gewarnt wird, und wenn das Schwert kommt und irgendeinen dahin rafft, dann fordere ich für sein Blut Rechenschaft von dem Wächter. Dann wandte sich Jehova konkret an Ezechiel und sprach: Du aber, Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israel als Wächter. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie in meinem Namen warnen. Die Warnung lautete, sich von Sünde abzuwenden. Wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage, du musst sterben, und wenn du nicht redest und den Schuldigen nicht warnst, um ihn von seinem Weg abzubringen, dann wird der Schuldige seiner Sünde wegen sterben. Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt, und wenn er dennoch auf seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er seiner Sünde wegen sterben, du aber hast dein Leben gerettet. Wenn ich aber zu dem Schuldigen sage, du musst sterben, und er gibt sein sündhaftes Leben auf und handelt nach Recht und Gerechtigkeit, dann werden ihm keine der Sünden, die er früher begangen hat, angerechnet. Er hat nach Recht und Gerechtigkeit gehandelt, darum wird er gewiss am Leben bleiben. Interessanterweise gilt diese Warnung auch für die Rechtschaffenen. Wenn ich zu dem Gerechten sage, du wirst am Leben bleiben, er aber im Vertrauen auf seine Gerechtigkeit Unrecht tut, dann werden ihm seine ganzen rechtschaffenen Taten nicht angerechnet. Wegen des Unrechts, das er getan hat, muss er sterben. Gott fleht seine Kinder an, als er zu Ezechiel sagt: Sagt zu ihnen, so wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, ich habe kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er auf seinem Weg umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um auf euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Der Vater im Himmel und der Erretter haben kein Interesse daran, uns zu verurteilen. Sie möchten, dass wir glücklich sind und flehen uns an, umzukehren, denn sie wissen mit völliger Sicherheit, schlecht zu sein hat noch nie glücklich gemacht und das wird es auch nie. Darum haben Ezechiel und alle Propheten vor und nach ihm jeden, bei dem sie Gehör fanden, mit dem Wort Gottes und mit vollem Herzen gewarnt, sich vom Satan, dem Feind seiner Seele, abzuwenden und Freiheit und ewiges Leben zu wählen, durch den großen Mittler für alle Menschen. Auch wenn vor allem Propheten sich der Pflicht, die Menschen zu warnen, besonders stark bewusst sind, so kommt sie doch auch anderen zu. Denn einem jeden, der gewarnt worden ist, kommt es zu, seinen Nächsten zu warnen. Wir, die wir Kenntnis vom großen Plan des Glücklichseins und den damit einhergehenden Geboten haben, sollten den Wunsch verspüren, andere an diesem Wissen teilhaben zu lassen, denn es ist hier auf Erden und in der Ewigkeit absolut entscheidend. Und wenn wir uns nicht sicher sind, wen wir warnen sollen, finden wir die Antwort ganz bestimmt in einem Gleichnis, das wie folgt beginnt. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Wenn wir in diesem Zusammenhang an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter denken, fällt uns auf, dass die Frage, wer unser Nächster sei, mit den zwei großen Geboten verknüpft ist. Du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Man erhebt die Stimme der Warnung aus Liebe, Liebe zu Gott und Liebe zu seinem Nächsten. Wer andere warnt, sorgt sich um sie. Der Herr gebietet uns, dies voll Milde und voll Sanftmut zu tun und mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und mit ungeheuchelter Liebe vorzugehen. Manchmal ist es sehr dringlich, etwa wenn wir ein Kind warnen, streckt die Hand nicht ins Feuer. Man muss sich klar und manchmal auch sehr deutlich ausdrücken. Hin und wieder, wenn vom Heiligen Geist dazu bewogen, erfolgt eine Warnung in Form einer Zurechtweisung. Doch ist diese stets in der Liebe verwurzelt. Beachten Sie zum Beispiel, wie Liebe unsere Missionare dazu bewegt, zu dienen und Opfer zu bringen. Sicherlich wird Liebe Eltern dazu bewegen, diejenigen zu warnen, die ihnen buchstäblich am nächsten sind, ihre eigenen Kinder. Das bedeutet, dass sie Evangeliumswahrheiten lehren und dafür Zeugnis ablegen. Es bedeutet, dass sie ihren Kindern die Lehre Christi vermitteln, nämlich Glaube, Umkehr, Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes. Der Herr mahnt Eltern: Ich habe euch geboten, eure Kinder in Licht und Wahrheit aufzuziehen. Es ist ganz entscheidend für die elterliche Pflicht, die Kinder zu warnen, nicht nur die besorgniserregenden Folgen der Sünde zu beschreiben, sondern auch, welch große Freude Gehorsam gegenüber den Geboten bringt. Denken Sie an Enos, der beschreibt, was ihn dazu bewog, sich Gott zuzuwenden, Vergebung für seine Sünden zu empfangen und sich zu bekehren. Siehe, ich ging in die Wälder, wilde Tiere zu jagen, und die Worte, die ich meinen Vater in Bezug auf das ewige Leben und die Freude der Heiligen oft hatte sprechen hören, waren mir tief ins Herz gedrungen. Und meine Seele hungerte, und ich kniete vor meinem Schöpfer nieder, und ich schrie zu ihm in machtvollem Gebet und voll Flehen. Aufgrund seiner unvergleichlichen Liebe und seiner Sorge um andere und um ihr Wohlergehen zögerte Jesus nicht davor, sie zu warnen. Schon zu Beginn seines Wirkens verkündete er: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er wusste, dass man nicht einfach irgendeinen Weg einschlagen kann, um in den Himmel zu gelangen. Darum gebot er: Geht durch das enge Tor. Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist schmal und nur wenige finden ihn. Er nahm sich Zeit für die Sünder und erklärte: Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. Er verurteilte allerdings konsequent die Scheinheiligkeit der schriftgelehrten Pharisäer und Sadduzäer. Er warnte und gebot unmissverständlich: Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz außer Acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Gewiss würde niemand dem Erretter vorwerfen, dass er die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht liebte. Schließlich litt und starb er ja auch für sie. Gerade weil er sie liebte, konnte er nicht zulassen, dass sie noch länger sündigen, ohne sie mit aller Deutlichkeit zurechtzuweisen. Ein Autor schrieb darüber: Jesus lehrte seine Jünger, es ihm gleich zu tun, jeden aufzunehmen, aber auch Sünde anzusprechen. Zur Liebe gehört nämlich, dass man andere vor dem warnt, was ihnen schaden kann. Gelegentlich wird denen, die mutig die Stimme der Warnung erheben, vorgeworfen, sie würden über andere urteilen. Paradoxerweise kritisieren jene, die Wahrheit als relativ betrachten und sittliche Grundsätze für eine Frage der persönlichen Einstellung halten, jedoch häufig diejenigen, die nicht gutheißen, was gegenwärtig als Norm und als korrekte Denkweise deklariert wird. Ein Autor bezeichnete dies als Schamkultur. In einer Schuldkultur entscheidet das eigene Gewissen darüber, ob man gut oder schlecht ist. In einer Schamkultur entscheidet die Gesellschaft darüber, ob man gut oder schlecht ist. Und zwar dadurch, dass man entweder akzeptiert oder ausgegrenzt wird. In einer Schamkultur stützt sich die Moral nicht auf das, was richtig oder falsch ist, sondern darauf, wer oder was dazugehört oder ausgegrenzt wird. In einem Wertesystem, das auf Zugehörigkeit und Ausgrenzung basiert, ist jeder ununterbrochen verunsichert.
Es gibt keine dauerhaften Normen. Alles liegt im sich ständig wandelnden Ermessen der Gesellschaft. Eine Schamkultur ist geprägt von Überempfindlichkeit, Überreaktion und häufiger moralischer Panik, bei der sich jeder gedrängt fühlt, sich der vorherrschenden Meinung anzuschließen. Eine Schuldkultur mag zwar hart erscheinen, doch zumindest lässt sie es zu, dass man die Sünde hasst, den Sünder aber liebt. Oberflächlich betrachtet legt die moderne Schamkultur Wert auf Zugehörigkeit und Toleranz. Jedoch kann sie sich gegenüber denjenigen, die eine andere Meinung vertreten oder die nicht dazu passen, außergewöhnlich unbarmherzig zeigen. Im Gegensatz dazu ist der Fels unseres Erlösers eine feste, beständige Grundlage der Gerechtigkeit und Tugend. Wie viel besser ist doch das unwandelbare Gesetz Gottes, durch das wir unser Schicksal selbst in der Hand haben, als Geisel des Schamverhaltens der sozialen Medien mit seinen unberechenbaren Regeln und seinem Zorn zu sein. Wie viel besser ist es doch, die Wahrheit zu erkennen, als hin und her getrieben zu werden von jedem Widerstreit der Meinungen. Wie viel besser ist es doch, umzukehren, sich zu erheben und nach den Maßstäben des Evangeliums zu leben, als so zu tun, als gäbe es kein richtig und falsch und den Sünde und Bedauern dahin zu siechen. Der Herr hat erklärt, die Stimme der Warnung wird an alles Volk ergehen, durch den Mund meiner Jünger, die ich in diesen letzten Tagen erwählt habe. Wir als Wächter und Jünger können hinsichtlich dieses Wegs, der alles übersteigt, nicht unparteiisch sein. Wie Ezechiel können auch wir nicht zusehen, wie das Schwert über das Land kommt und nicht in das Widerhorn blasen. Das bedeutet nicht, dass wir an die Tür unseres Nachbarn hämmern oder uns auf einem öffentlichen Platz hinstellen und lauthals kehrt um rufen sollen. Wenn man einmal darüber nachdenkt, haben wir mit dem wiederhergestellten Evangelium eigentlich genau das, was die Menschen tief im Innersten wirklich wollen. Daher ist die Stimme der Warnung normalerweise nicht nur höflich, der Psalmist spricht sogar von Jauchzen. Hal Boyd, Kolumnist der Deseret News, nennt ein Beispiel dafür, inwiefern man anderen einen schlechten Dienst erweist, wenn man nichts sagt. Er merkt an, dass unter der Elite Amerikas das Konzept der Ehe nach wie vor umstritten sei, für sie selbst die Ehe jedoch gar nicht in Frage stehe. Die Elite heiratet und bleibt verheiratet und sorgt dafür, dass die eigenen Kinder von einer stabilen Ehe profitieren. Das Problem ist jedoch, dass sie dazu neigt, nicht für das einzutreten, was sie selbst tut. Sie will sich denjenigen nicht aufdrängen, die ihre moralische Führung am meisten bräuchten. Doch es ist vielleicht an der Zeit, dass sich die Gebildeten mit starken Familien nicht länger neutral verhalten, sondern Taten Worte folgen lassen, was Ehe und Elternschaft angeht, und ihren Mitbürgern helfen, ihre Werte anzunehmen. Wir hoffen, dass vor allem die heranwachsende Generation, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, auf die der Herr für den zukünftigen Erfolg seines Werks baut, in der Öffentlichkeit wie auch im Privatleben zu den Lehren des Evangeliums und den Maßstäben der Kirche steht. Lasst nicht jene im Stich, die die Wahrheit annehmen würden. Lasst sie nicht unwissend straucheln und versagen. Gebt dem falschen Verständnis von Toleranz nicht nach und auch nicht der Angst von Unannehmlichkeiten, Kritik oder sogar davor zu leiden. Denkt an die Verheißung des Erretters: Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Letzten Endes müssen wir alle vor Gott Rechenschaft über unsere Entscheidungen und unser Leben ablegen. Der Erretter hat erklärt: Mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde und damit ich, nachdem ich auf das Kreuz emporgehoben worden sei, alle Menschen zu mir zöge, damit, wie ich von den Menschen emporgehoben wurde, die Menschen ebenso vom Vater emporgehoben würden, um vor mir zu stehen, um nach ihren Werken gerichtet zu werden, ob sie gut seien oder ob sie böse seien. Im Bewusstsein um die Allmacht des Herrn greife ich Almas Bitte auf. Und nun, meine Brüder, wünschte ich aus dem Innersten meines Herzens, ja, mit großer Besorgnis bis zum Schmerz, ihr würdet auf meine Worte hören und eure Sünden abwerfen und den Tag eurer Umkehr nicht aufschieben, sondern ihr würdet euch vor dem Herrn demütigen und seinen heiligen Namen anrufen und ständig wachen und beten, damit ihr nicht versucht werdet über das hinaus, was ihr ertragen könnt, und so durch den Heiligen Geist geführt werdet.
und Glauben an den Herrn habt und die Hoffnung habt, dass ihr ewiges Leben empfangen werdet und die Gottesliebe immer in eurem Herzen habt, sodass ihr am letzten Tag emporgehoben werden und in seine Ruhe eingehen könnt. Mögen wir alle, wie David, zum Herrn sagen können: Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht im Herzen. Ich spreche von deiner Treue und Hilfe. Ich schweige nicht über deine Huld und Wahrheit vor der großen Gemeinde. Du, Herr, verschließ mir nicht dein Erbarmen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ich ließ mich an einem Freitagnachmittag am 16. Dezember 1988 im Gemeindehaus der Gemeinde Vicente López in Buenos Aires in Argentinien taufen und wurde Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Ein sehr guter Freund, Alin Spanos, taufte mich an diesem Tag. Und ich fühlte mich glücklich, leichter und war begierig, mehr zu lernen. Heute möchte ich darüber sprechen, welche Lektionen ich auf meinem Weg der Bekehrung gelernt habe. Lektionen, die, wie ich hoffe, denen unter Ihnen helfen werden, die keine Mitglieder der Kirche sind. Ich bete darum, dass Ihr Herz vom Geist berührt wird, so wie meines berührt wurde. Erstens, die Missionare treffen. Warum sollte jemand ohne schwierige Herausforderungen, Bedürfnisse oder Fragen daran interessiert sein, sich die Lektion der Missionare anzuhören? Nun, in meinem Fall war es Liebe. Liebe für eine junge Frau namens René. Ich hatte mich in sie verliebt und wollte sie heiraten. Sie war anders und hatte andere Maßstäbe als die meisten jungen Frauen, die ich kannte. Aber sie gefiel mir so gut und ich wollte sie heiraten. Und sie sagte nein. Ich verstand es nicht. Ich dachte, dass ich eine sehr gute Partie wäre. Ich war ein gut aussehender, 24 Jahre alter Uni-Absolvent mit einer hervorragenden Arbeitsstelle. Sie sprach von ihren Zielen, dass sie jemanden heiraten wollte, der mit ihr in den Tempel ging und dass sie eine ewige Familie haben wollte. Und sie lehnte meinen Antrag ab. Ich wollte die Beziehung mit ihr weiterführen und so willigte ich ein, den Missionaren zuzuhören. Ist das ein guter Grund, sich mit den Missionaren zu treffen? Nun, für mich war es das. Als ich mich das erste Mal mit den Missionaren traf, habe ich nicht viel von dem verstanden, was sie sagten. Um ehrlich zu sein, habe ich vielleicht auch nicht richtig zugehört. Mein Herz war einer neuen Religion gegenüber verschlossen. Ich wollte nur beweisen, dass sie Unrecht hatten und Zeit gewinnen, René davon zu überzeugen, mich trotz allem zu heiraten. Inzwischen waren meine Kinder auf Mission oder erfüllen gerade eine Mission. Und ich verstehe nun die Opfer, die diese jungen Männer und Frauen bringen, um das Evangelium Jesu Christi zu lehren. Jetzt wünschte ich, ich hätte den wundervollen Missionaren, die mich belehrt haben, Elder Richardson, Elder Farrell und Elder Highland, mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Die erste Lektion, die ich gelernt habe, ich sage Ihnen, den Freunden der Kirche, nehmen Sie die Missionare bitte ernst, wenn Sie sich mit ihnen treffen. Sie opfern bedeutende Jahre ihres Lebens, nur für Sie. Zweitens, die Kirche besuchen. Als ich das erste Mal eine Versammlung der Kirche besuchte, hörte ich vieles, worunter ich mir nichts vorstellen konnte. Wer waren die Bienenkorbmädchen? Was war das aaronische Priestertum? Die Frauenhilfsvereinigung? Wenn Sie heute zum ersten Mal eine Versammlung der Kirche besuchen und nicht alles verstehen, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe auch nichts verstanden. Aber ich erinnere mich noch an meine Eindrücke, die neuen Gefühle, den Frieden und die Freude, die ich verspürt habe. Damals wusste ich es nicht, aber das war der Heilige Geist, der mir ins Ohr und ins Herz flüsterte: Du bist hier richtig. Lassen Sie mich diese Lektion so zusammenfassen. Wenn Sie etwas nicht verstehen, machen Sie sich keine Sorgen. Denken Sie an das, was Sie gefühlt haben. Es kommt von Gott. Drittens, im Buch Mormon lesen. Ich traf mich mehrmals mit den Missionaren, machte aber kaum Fortschritte.
Ich hatte nicht das Gefühl, eine Bestätigung für die Wahrheit des Evangeliums erhalten zu haben. Eines Tages fragte mich René, liest du im Buch Mormon? Ich verneinte. Ich traf mich mit den Missionaren. Reichte das nicht? Mit Tränen in den Augen bezeugte mir René, dass sie wusste, dass das Buch Mormon wahr sei. Sie erklärte, ich könnte nur herausfinden, ob es wahr sei, wenn ich es, sie ahnen es, lesen würde und dann darüber beten würde. Man muss das Buch Mormon lesen, darüber nachdenken und dann Gott, den ewigen Vater, im Namen Christi mit aufrichtigem Herzen, wirklichem Vorsatz und Glauben an Christus fragen, ob es wahr ist und ob dies die wahre Kirche ist. Nun die dritte Lektion in einem Satz. Wenn Sie dieses hier empfangen, das Buch Mormon, und Sie gebeten werden, es zu lesen und Gott zu fragen, ob es wahr ist, dann tun Sie es. Der letzte Punkt, umkehren. Die letzte Erfahrung, über die ich sprechen möchte, ist die Umkehr. Nachdem ich alle Lektionen der Missionare gehört hatte, war ich immer noch nicht überzeugt davon, dass ich irgendetwas an meinem Leben ändern sollte. Elder Cutler, ein junger, selbstbewusster Missionar, der nur wenig Spanisch sprach, sagte eines Tages zu mir, Joaquin, lasst uns gemeinsam Alma 42 lesen und wir setzen dabei deinen Namen ein. Ich fand das albern, aber ich tat, worum Elder Cutler gebeten hatte und las in Vers 1, und nun, mein Sohn Joaquin, bemerke ich, dass es noch etwas gibt, das deinen Sinn beunruhigt, was du nicht verstehen kannst. Oh, das Buch sprach zu mir. Dann lasen wir in Vers 2, nun siehe, mein Sohn Joaquin, ich werde es dir erklären. Und danach werden die Schöpfung und der Fall Adams beschrieben. Und in Vers 4, und so sehen wir, dass Joaquin eine Zeit gewährte, umzukehren. Wir lasen langsam weiter, Vers für Vers, bis wir zu den letzten drei Versen kamen. Da ergriff mich eine gewaltige Macht. Das Buch sprach direkt zu mir. Und ich begann zu weinen, als ich las, und nun, Joaquin, mein Sohn, wünsche ich, du würdest dich von diesen Dingen nicht mehr beunruhigen lassen, sondern dich nur von deinen Sünden beunruhigen lassen, mit jener Unruhe, die dich hinabführt zur Umkehr. Ich begreife heute, dass ich erwartet hatte, Offenbarung zu empfangen, ohne den Preis dafür zu zahlen. Bis dahin hatte ich noch nie wirklich zu Gott gesprochen. Und es schien mir dumm, zu jemandem zu sprechen, der nicht anwesend war. Ich musste mich demütigen und tun, worum ich gebeten wurde. Und wenn es mir mit meinem weltlichen Verstand und unsinnig vorkam. An diesem Tag öffnete ich dem Geist mein Herz, spürte den Wunsch, umzukehren und wollte mich taufen lassen. Vor diesem Tag war Umkehr etwas Negatives für mich, das nur mit Sünde und Fehlverhalten zusammenhängt. Aber plötzlich sah ich es in einem anderen Licht, als etwas Positives, das den Weg zu Wachstum und Glück ebnet. Elder Cutler ist heute hier und ich möchte ihm danken, dass er meine Augen geöffnet hat. Jede Entscheidung, die ich seitdem getroffen habe, war von diesem Moment beeinflusst, als ich mich gedemütigt habe, um Vergebung gebeten habe und das Sühnopfer Christi, das für mich erlitten wurde, Teil meines Lebens wurde. Zusammengefasst lautet die letzte Lektion, also kehren Sie um. Nichts bringt Sie näher zum Herrn Jesus Christus als der Wunsch, sich zu ändern. Lieber Freund der Kirche, wenn Sie heute zuhören, sind Sie sehr nah daran, die größte Freude zu finden. Sie stehen kurz davor. Ich möchte Sie einladen, mit all der Kraft meines Herzens und aus der Tiefe meiner Seele, gehen Sie vorwärts und lassen Sie sich taufen. Es ist das Beste, was Sie jemals tun werden. Es wird nicht nur Ihr Leben verändern, sondern auch das Leben Ihrer Kinder und Enkelkinder. Der Herr hat mich mit einer Familie gesegnet. Ich habe René geheiratet und wir haben 4 wunderbare Kinder. Und da ich getauft bin, kann ich so wie Lehi einst meine Kinder dazu einladen,
von der Frucht vom Baum des Lebens zu essen, welche die Liebe Gottes ist. Ich kann Ihnen helfen, zu Christus zu kommen. Deshalb denken Sie bitte über meine Erfahrungen nach. Erstens, nehmen Sie die Missionare ernst. Zweitens, gehen Sie zur Kirche und erinnern sich daran, was Sie dort gefühlt haben. Drittens, lesen Sie das Buch Mormon und fragen Sie den Herrn, ob es wahr ist. Und viertens, kehren Sie um und lassen Sie sich taufen. Ich bezeuge Ihnen, dass Sie den Preis für Offenbarung zahlen, wenn Sie ihn zahlen, sich demütigen, lesen, beten und umkehren, öffnet sich der Himmel und Sie werden wissen, wie ich jetzt weiß, dass Jesus der Messias ist, dass er mein und auch Ihr Erretter ist. Im Namen Jesu Christi. Amen. Vor einigen Jahren wurden meine Frau Jackie und ich dazu berufen, über die Washington-Mission Spokane zu präsidieren. Angesichts der Verantwortung, mit so vielen bemerkenswerten jungen Missionaren zusammenzuarbeiten, spürten wir sowohl etwas Angst als auch freudige Erregung, als wir im Missionsgebiet ankamen. Die Missionare waren ganz unterschiedlicher Herkunft und wurden schon bald wie Söhne und Töchter für uns. Obwohl die meisten ihre Arbeit hervorragend erledigten, hatten ein paar doch mit den hohen Anforderungen ihrer Berufung zu kämpfen. Ich weiß noch, wie ein Missionar mir sagte: Präsident, ich mag einfach keine Menschen. Manche erzählten mir, ihnen fehle der Wunsch, sich an die eher strikten Missionsregeln zu halten. Besorgt fragte ich mich, wie wir bei diesen paar Missionaren, die noch nicht wussten, wie viel Freude mit Gehorsam einhergeht, eine Herzenswandlung bewirken könnten. Eines Tages fuhr ich an den herrlichen, wogenden Weizenfeldern an der Grenze zwischen Washington und Idaho vorbei und hörte mir eine Aufnahme des Neuen Testaments an. Als ich dem vertrauten Bericht über den reichen Jüngling lauschte, der zum Erretter kam und fragte, was er tun könne, um ewiges Leben zu haben, empfing ich ganz unerwartet eine eindringliche Offenbarung, die mir heute eine heilige Erinnerung ist. Nachdem ich gehört hatte, wie Jesus die Gebote aufzählte und der Jüngling erwiderte, er habe sie alle seit seiner Jugend befolgt, erwartete ich schon die sanfte Zurechtweisung des Erretters: Eines fehlt dir noch, verkaufe, was du hast, dann komm und folge mir nach. Doch zu meinem Erstaunen vernahm ich stattdessen vor diesen Versen 10 Wörter, die ich zuvor anscheinend noch nie gehört oder gelesen hatte. Es war, als seien sie der Heiligen Schrift hinzugefügt worden. Und ich staunte über die inspirierte Erkenntnis, die mir zuteil wurde. Welche 10 Wörter hatten nun eine so tiefgreifende Wirkung? Achten Sie darauf, ob Sie die scheinbar gewöhnlichen Wörter wiedererkennen, die nur bei Markus und nicht bei den anderen Evangelisten zu finden sind. Da lief ein Mann auf ihn zu und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete: Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte. Als ich diese Worte hörte, stand mir lebhaft vor Augen, wie unser Herr innehielt und diesen jungen Mann ansah. Er sah ihn an, als blickte er tief und durchdringend in seine Seele, wo er seine Güte und auch sein Potenzial erkannte, sowie das, was er am meisten brauchte. Dann folgen die einfachen Worte:
weil er ihn liebte. Er hatte unermessliche Liebe und Mitgefühl für diesen guten jungen Mann. Und wegen dieser Liebe und mit dieser Liebe verlangte Jesus sogar noch mehr von ihm. Ich stellte mir vor, wie es sich für den jungen Mann angefühlt haben muss, von einer solchen Liebe umhüllt zu sein. Selbst als er aufgefordert wurde, etwas so ungeheuer Schweres zu tun, wie all seine Habe zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben. In dem Moment wusste ich, dass nicht nur einige unserer Missionare einen Herzenswandel nötig hatten, sondern auch ich. Die Frage lautete nicht mehr, wie bringt ein frustrierter Missionspräsident einen Missionar, der Schwierigkeiten hat, dazu, sein Verhalten zu bessern? Die Frage lautete vielmehr, wie kann ich so von christlicher Liebe erfüllt werden, dass ein Missionar durch mich die Liebe Gottes spüren kann und sich ändern möchte? Wie kann ich ihn so sehen, wie der Herr den reichen Jüngling gesehen hat? Nämlich, wer der Betreffende wirklich ist und was aus ihm werden kann, anstatt auf das zu schauen, was er tut oder lässt. Wie kann ich mehr wie der Erretter sein? Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte. Von da an sah ich, wenn ich einem jungen Missionar gegenüber saß, der auf irgendeine Weise Schwierigkeiten mit dem Gehorsam hatte, vor meinem geistigen Auge einen treuen jungen Menschen, der seinem Wunsch gefolgt war, eine Mission zu erfüllen. Das versetzte mich in die Lage, mit allem Gefühl eines liebevollen Vaters zu sagen, Elder oder Sister, wenn ich sie nicht lieb hätte, wäre es mir egal, was auf ihrer Mission geschieht. Aber ich habe sie lieb und darum ist es mir wichtig, was aus ihnen wird. Deshalb bitte ich sie, das zu ändern, was ihnen schwerfällt, und so zu werden, wie der Herr sie haben möchte. Jedes Mal, wenn ich Interviews mit Missionaren zu führen hatte, betete ich zuerst um die Gabe der Nächstenliebe und darum, dass ich jeden Missionar und jede Missionarin so sehen konnte, wie der Herr sie sieht. Vor einer Zonenkonferenz, wenn meine Frau und ich einen Missionar nach dem anderen begrüßten, hielt ich immer inne und sah ihnen tief in die Augen. Ich sah sie an, ein Interview ohne Worte, und wurde unweigerlich mit großer Liebe für diese kostbaren Söhne und Töchter Gottes erfüllt. Aus dieser tiefen persönlichen Erfahrung, basierend auf dem Buch Markus, Kapitel 10, habe ich vieles gelernt, was mein Leben verändert hat. Dazu zählen diese vier Lektionen, die einem jeden von uns sicher dienlich sind. Erstens, wenn wir lernen, andere so zu sehen, wie der Herr sie sieht und nicht mit unseren Augen, nimmt unsere Liebe zu ihnen zu und unser Wunsch, ihnen zu helfen, wird größer. Wir erkennen das Potenzial in anderen, das sie vermutlich nicht einmal selbst in sich sehen. Erfüllt von christlicher Liebe scheuen wir uns nicht, unerschrocken zu sprechen, denn die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Und wir werden nie aufgeben, sondern uns vor Augen halten, dass diejenigen, die zu lieben uns am schwersten fällt, am meisten Liebe brauchen. Zweitens, wenn man frustriert oder verärgert ist, kann man weder lehren noch lernen. Und wo es keine Liebe gibt, kann kein Herzenswandel eintreten. Ob wir nun als Eltern, Lehrer oder Führungsbeamte handeln. Wahres Lehren ist nur in einer Atmosphäre möglich, in der Vertrauen herrscht und Verurteilung keinen Platz hat. Unser Zuhause muss immer ein sicherer Hafen für unsere Kinder sein, nie eine feindselige Umgebung. Drittens, wir dürfen einem Kind, einem Freund oder einem Angehörigen nie unsere Liebe entziehen, wenn sich der Betreffende nicht gemäß unseren Erwartungen verhält. Wir wissen nicht, was aus dem reichen Jüngling wurde, nachdem er traurig weggegangen war. Aber ich bin mir sicher, dass Jesus noch immer vollkommene Liebe für ihn hatte, auch wenn der junge Mann den leichteren Weg wählte. Vielleicht erachtete er seinen großen Besitz später im Leben als bedeutungslos und erinnerte sich an das besondere Erlebnis mit dem Herrn. Wie dieser ihn angesehen, ihm Liebe geschenkt und ihn aufgefordert hatte, ihm zu folgen. Und vielleicht handelte der Mann dann entsprechend. Viertens, weil der Herr uns liebt, erwartet er viel von uns.
Wenn wir demütig sind, nehmen wir die Aufforderung des Herrn, umzukehren, Opfer zu bringen und anderen zu dienen, als Zeichen seiner vollkommenen Liebe für uns an. Schließlich ist die Aufforderung zur Umkehr auch die Aufforderung, das wunderbare Geschenk der Vergebung und des Friedens zu empfangen. Daher, verachte nicht die Zucht des Herrn, verzage nicht, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Brüder und Schwestern, jedes Mal, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas Schwieriges von Ihnen verlangt wird, dass Sie eine schlechte Angewohnheit oder ein Suchtverhalten aufgeben sollen, weltliche Belange beiseite stellen sollen, eine Ihrer Lieblingsbeschäftigungen opfern sollen, weil Sonntag ist, oder jemanden, der Ihnen Unrecht getan hat, vergeben sollen. Stellen Sie sich vor, wie der Herr Sie ansieht, wie sehr er Sie liebt und wie er Sie auffordert, loszulassen und ihm nachzufolgen. Und danken Sie ihm, dass er Sie genug liebt, um weitere Aufforderungen an Sie zu richten. Ich lege Zeugnis ab für unseren Erretter Jesus Christus. Ich freue mich auf den Tag, an dem er einen jeden von uns in die Arme nimmt, uns ansieht und mit seiner vollkommenen Liebe umschließt. Im Namen Jesu Christi. Amen. Vielen Dank, Brüder. Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied Die eiserne Stange, Nummer 181 im Gesangbuch. Nach dem Lied haben wir das Vergnügen, von Elder Gary E. Stevenson vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgen Elder C. Scott Grow und Elder Benjamin De Hoyos von den 70ern. Nach ihren Worten singt der Chor das Lied Gottes Gebote will ich befolgen. Dies ist die 187. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Thank you.
Ich möchte die hervorragenden Ausführungen von Elder Oaks und Elder Raspin von heute Vormittag ergänzen und mein Zeugnis vom Heiligen Geist hinzufügen, vor allem für die PV-Kinder. An einem Montagabend vor nicht allzu langer Zeit besuchten meine Frau Lisa und ich eine junge Familie in unserer Nachbarschaft. Als wir dort waren, lud uns die Familie ein, zum Familienabend da zu bleiben. Sie erwähnten, ihr 9-jähriger Sohn habe die Lektion vorbereitet. Natürlich blieben wir. Nach dem Anfangslied, dem Gebet und der Besprechung von Familienangelegenheiten begann der 9-jährige mit einer klugen Frage, die er aus seiner von Hand geschriebenen Lektion vorlas. Er stellt eine sehr kluge Frage, nämlich, wie hilft uns der Heilige Geist? Diese Frage führte zu einem tiefgehenden Familiengespräch, zu dem jeder seine Gedanken und Erkenntnisse beisteuert. Ich war beeindruckt davon, wie unser Lehrer sich vorbereitet hatte und auch von seiner sehr guten Frage, die mich immer wieder beschäftigte. Seitdem habe ich mich öfter gefragt, wie der Heilige Geist uns hilft. Diese Frage ist besonders für all euch PV-Kinder, die ihr 8 Jahre alt werdet und euch auf die Taufe vorbereitet, sowie für die Kinder relevant, die sich vor kurzem haben taufen lassen und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben. Ebenso relevant ist sie für die Tausenden von Neubekehrten. Ich fordere jeden von uns und besonders die PV-Kinder auf, darüber nachzudenken, wie der Heilige Geist uns hilft. Als ich über diese Frage nachdachte, dachte ich über ein Erlebnis aus meiner Jugend nach. Ich habe diese Begebenheit kurz nach meiner Berufung ins Kollegium der 12 Apostel, Elder Robert D. Hales, erzählt. Er hat sie in einem Artikel für die Zeitschriften der Kirche erwähnt, den er über mein Leben geschrieben hat. Einige von Ihnen kennen die Geschichte vielleicht, aber vielleicht viele auch nicht. Als ich etwa 11 war, gingen mein Vater und ich an einem heißen Sommertag in den nahegelegenen Bergen wandern. Während mein Vater auf dem steilen Weg nach oben wanderte, sprang ich am Wegrand von einem großen Felsen zum nächsten. Mit der Absicht, einen der großen Felsen zu erklimmen, fing ich an, in Richtung Felsspitze zu klettern. Doch zu meiner Überraschung packte mich mein Vater am Gürtel und zog mich schnell herunter. Er sagte, klettere nicht auf diesen Felsen, lass uns einfach auf dem Weg bleiben. Als wir Minuten später von einem höheren Punkt des Weges hinunterschauten, staunten wir nicht schlecht, als wir oben auf dem Felsen, auf den ich hatte klettern wollen, eine Klapperschlange entdeckten, die sich in der Sonne wärmte. Später auf der Heimfahrt wusste ich genau, dass Vater auf eine Frage von mir wartete. Woher wusstest du denn, dass da eine Schlange war? Also fragte ich ihn und das führte zu einem Gespräch über den Heiligen Geist und darüber, wie er uns helfen kann. Ich habe nie vergessen, was ich an diesem Tag gelernt habe. Es ist offensichtlich, wie der Heilige Geist mir geholfen hat. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass mein Vater auf die leise, sanfte Stimme des Heiligen Geistes gehört hat, da es mir vielleicht das Leben gerettet hat. Bevor wir uns weiter mit der Frage beschäftigen, wie der Heilige Geist uns hilft, wiederholen wir doch einiges, was wir heute über den Heiligen Geist gelernt haben. Ich möchte nur 3 Punkte hervorheben. Erstens, der Heilige Geist ist das 3. Mitglied der Gottheit. Wir erfahren diese Wahrheit im 1. Glaubensartikel. Wir glauben an Gott, den ewigen Vater, und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Zweitens, der Heilige Geist ist eine Person aus Geist. So steht es in neuzeitlicher Heiliger Schrift. Der Vater hat einen Körper aus Fleisch und Gebein, so fühlbar wie der eines Menschen, ebenso der Sohn. Aber der Heilige Geist hat keinen Körper aus Fleisch und Gebein, sondern ist eine Person aus Geist. Wäre es nicht so, könnte der Heilige Geist nicht in uns wohnen. Dies bedeutet, dass der Heilige Geist im Gegensatz zu Gott, Vater und Jesus Christus, die einen physischen Körper haben, einen Geistkörper hat. Diese Wahrheit verschafft uns Klarheit über andere Namen für den Heiligen Geist, die uns vertraut sind, wie Geist, Geist Gottes, Geist des Herrn, Heiliger Geist der Verheißung und Tröster. Drittens, die Gabe des Heiligen Geistes wird durch Hände auflegen übertragen. Diese heilige Handlung, die auf die Taufe folgt, befähigt uns, den Heiligen Geist als ständigen Begleiter zu haben. Um diese heilige Handlung zu vollziehen, legen würdige Träger des melchisedekischen Priestertums den Betreffenden die Hände auf, nennen ihn beim Namen, erwähnen ihre Priestertumsvollmacht, bestätigen im Namen Jesu Christi als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und sagen den wichtigen Satz, empfange den Heiligen Geist. Nach dieser kurzen Wiederholung 3 wichtiger Wahrheiten über den Heiligen Geist kehren wir zu unserer ersten Frage zurück. Wie hilft
uns der Heilige Geist? Wie kann ich in der Geschichte, wie ich in der Geschichte aus meiner Kindheit beschrieben habe, kann der Heilige Geist uns helfen, indem er uns im Voraus vor körperlichen oder geistigen Gefahren warnt? Ich habe diese wichtige Aufgabe des Geistes, nämlich zu warnen, erneut erlebt, als ich in der Gebietspräsidentschaft in Japan war. Damals arbeitete ich eng mit Präsident Reed Tateoka von der Japan-Mission Sendai zusammen. Im Rahmen seiner üblichen Aufgaben plante Präsident Tateoka eine Versammlung für Missionare mit Führungsaufgaben im südlichen Teil seiner Mission. Ein paar Tage vor der Versammlung hatte Präsident Tateoka den Eindruck, ein Gefühl im Herzen, er solle alle Missionare dieser Zone zur Führerschaftsversammlung einladen, nicht nur wie geplant die wenigen mit Führungsaufgaben. Als er seine Absicht ankündigte, wurde er daran erinnert, dass diese spezielle Versammlung nicht für alle Missionare, sondern nur für solche mit Führungsaufgaben gedacht war. Er wich jedoch vom Üblichen ab, um der Eingebung zu folgen, die er empfangen hatte, und lud alle Missionare, die in mehreren Küstenstädten tätig waren, darunter auch Fukushima, zu der Versammlung ein. Am vereinbarten Tag, dem 11. März 2011, kamen die Missionare zu der erweiterten Missionarsversammlung in der im Landesinneren gelegenen Stadt Koriyama zusammen. Während der Versammlung erschütterten ein Erdbeben der Stärke 9,0 und ein Tsunami die Region Japans, in der die Japan-Mission Sendai liegt. Tragischerweise wurden viele Küstenstädte, darunter auch diejenigen, aus denen die Missionare zusammengekommen waren, zerstört und es gab viele Todesopfer. Und in Fukushima kam es danach zu einem nuklearen Vorfall. Das Gemeindehaus, in dem die Missionare an diesem Tag zusammengekommen waren, wurde zwar durch das Erdbeben beschädigt, aber weil Präsident Tateoka die Eingebung des Heiligen Geistes befolgt hatte, waren er, seine Frau und alle Missionare in Sicherheit versammelt. Sie waren sicher und viele Kilometer von der Zerstörung durch den Tsunami und von der radioaktiven Strahlung entfernt. Wenn wir auf die Eingebung des Heiligen Geistes achten, und diese Eindrücke sind meistens sehr leise und still, können wir, ohne es je zu erfahren, vor geistiger oder zeitlicher Gefahr bewahrt werden. Brüder und Schwestern, der Heilige Geist hilft uns, indem er uns warnt, wie er mein Vater und Präsident Tateoka gewarnt hat. Um die Frage, wie der Heilige Geist uns hilft, weiter zu beantworten, befassen wir uns jetzt mit seiner Aufgabe als Tröster. Unerwartete Ereignisse im Leben können Trauer, Schmerz und Enttäuschung mit sich bringen. Inmitten solcher Prüfungen steht uns der Heilige Geist in Erfüllung einer seiner wichtigen Aufgaben bei, nämlich als Tröster oder Beistand, und so wird er ja auch genannt. Diese friedlichen, tröstenden Worte Jesu Christi beschreiben diese heilige Aufgabe. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Um dies weiter zu veranschaulichen, erzähle ich Ihnen eine wahre Geschichte über eine Familie mit 5 Söhnen, die vor vielen Jahren von Los Angeles in einen kleinen Ort zog. Die 2 ältesten Söhne waren an der Schule sportlich aktiv und hatten Umgang mit Mannschaftskameraden und Trainern, von denen viele treue Mitglieder der Kirche waren. Diese Beziehungen trugen dazu bei, dass Fernando, der Älteste, und sein nächstjüngerer Bruder sich taufen ließen. Fernando zog später von zu Hause weg, setzte seine Ausbildung fort und spielte am College Football. Er heiratete seine Frau Bailey, in die er sich an der Highschool verliebt hatte, im Tempel. Als Fernando und Bailey ihr Studium abschlossen, freuten sie sich auf die Geburt ihres ersten Kindes, ein Mädchen. Doch als ihre Familien Fernando und Bailey halfen, wieder in die Nähe der Familie zu ziehen, fuhren Bailey und ihre Schwester auf der Autobahn und gerieten in einen tragischen Unfall mit etlichen Fahrzeugen. Bailey und ihre ungeborene Tochter kamen dabei ums Leben. Aber so tief der Kummer von Fernando und auch von Baileys Eltern und Geschwistern war, so tief waren auch der Friede und der Trost, die sie im Gegensatz dazu fast unmittelbar erfuhren. In seiner Aufgabe als Tröster stützte der Heilige Geist Fernando in seinem unfassbaren Leid, in dieser unglaublichen Bedrängnis. Der Geist erfüllte ihn mit dauerhaftem Frieden.
durch den Fernando schließlich allen, die an dem tragischen Unfall beteiligt gewesen waren, vergeben konnte und Liebe für sie empfand. Baileys Eltern riefen Baileys Bruder an, der zur Zeit des Unfalls auf Mission war. Er schrieb in einem Brief, was er empfand, als er die schlimme Nachricht über seine geliebte Schwester hörte. Ich staunte, als ich hörte, dass eure Stimme inmitten des Sturms so ruhig war. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich konnte nur daran denken, dass meine Schwester nicht da sein wird, wenn ich nach Hause komme. Euer unerschütterliches Zeugnis vom Erretter und seinem Plan hat mich getröstet. Mein Herz wurde von dem gleichen friedlichen Gefühl erfüllt, das mich beim Studium und beim Unterweisen zu Tränen rührt. Ich wurde getröstet und an das erinnert, was ich weiß. Ende des Zitats. Der Heilige Geist hilft uns, indem er uns tröstet, wie er Fernando und Baileys Familie getröstet hat. Der Heilige Geist gibt auch Zeugnis vom Vater und vom Sohn und von aller Wahrheit. Der Herr sagte zu seinen Jüngern, wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, wird er Zeugnis für mich ablegen. Und die wertvolle Aufgabe des Heiligen Geistes, als Zeuge zu beschreiben, fahre ich mit der Geschichte über Fernando und Bailey fort. Sie erinnern sich daran, dass ich erzählt habe, dass Fernando und sein Bruder sich hatten taufen lassen, seine Eltern und seine drei jüngeren Brüder nicht. Und obwohl die Familie im Laufe der Jahre unzählige Male eingeladen worden war, sich mit den Missionaren zu treffen, lehnte sie jedes Mal ab. Nach dem schmerzlichen Tod von Bailey und ihrer kleinen Tochter war Fernandos Familie untröstlich. Sie fand weder Trost noch Frieden, anders als Fernando und Baileys Familie. Sie verstand nicht, wie ihr eigener Sohn auch Baileys Familie ihre schwere Last tragen konnten. Schließlich kam sie zum Schluss, dass ihr Sohn im Gegensatz zu ihnen das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi hatte und dass dies seine Quelle des Friedens und Trostes sein musste. Als sie dies erkannten, luden sie die Missionare ein, ihnen vom Evangelium zu erzählen. Infolgedessen empfingen sie selbst ein Zeugnis vom großen Plan des Glücklichseins, was ihnen den wohltuenden Frieden und den beruhigenden Trost brachte, nachdem sie sich verzweifelt sehnten. 2 Monate nach dem Tod von Bailey und der ungeborenen Enkeltochter ließen sich Fernandos Eltern und 2 seiner jüngeren Brüder taufen und empfingen die Gabe des Heiligen Geistes. Fernandos jüngster Bruder freut sich darauf, sich taufen zu lassen, wenn er 8 wird. Jeder von ihnen bezeugt, dass der Heilige Geist Zeugnis gab, dass das Evangelium wahr ist und den Wunsch in ihnen weckte, sich taufen zu lassen und die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Brüder und Schwestern, der Heilige Geist hilft uns, indem er Zeugnis gibt, wie er Fernandos Familie Zeugnis gegeben hat. Fassen wir nun zusammen. Wir haben 3 offenbarte Wahrheiten genannt, die uns etwas über den Heiligen Geist vermitteln. Nämlich, der Heilige Geist ist das 3. Mitglied der Gottheit, er ist eine Person aus Geist und die Gabe des Heiligen Geistes wird durch Händeauflegen übertragen. Wir haben auch 3 Antworten auf die Frage, wie der Heilige Geist uns hilft, genannt. Der Heilige Geist warnt, er tröstet und er gibt Zeugnis. Allen, die sich auf die Taufe und die Konfirmierung vorbereiten und allen, die sich vor kurzem oder sogar schon vor langer Zeit haben taufen und konfirmieren lassen, möchte ich nahelegen, dass es für unsere körperliche und geistige Sicherheit unerlässlich ist, dass wir uns die Gabe des Heiligen Geistes bewahren. Wir fangen damit an, dass wir bestrebt sind, die Gebote zu halten, alleine mit der Familie beten, in den Schriften lesen und von Liebe und Vergebungsbereitschaft geprägte Beziehungen zu Angehörigen und anderen lieben Menschen pflegen. Wir müssen unser Denken und Handeln und unsere Wortwahl tugendhaft halten. Wir müssen den Vater im Himmel zu Hause, in der Kirche und so oft wie möglich im heiligen Tempel verehren. Bleiben Sie dem Geist nahe, dann bleibt der Geist auch Ihnen nahe. Ich schließe jetzt mit einer Aufforderung und mit meinem sicheren Zeugnis. Ich fordere Sie auf, besser im Einklang mit den Worten zu leben, die so oft von unseren BV-Kindern gesungen werden. Worte, die Kinder sicherlich erkennen. Horche, horche, der Heilige Geist will sprechen. Horche, horche auf den Heiligen Geist. Meine lieben Brüder und Schwestern, alt und jung, ich gebe Zeugnis für die herrliche Existenz der göttlichen Wesen, die Gottheit bilden.
Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. Ich gebe Zeugnis, dass einer der Vorzüge, die wir als Heilige letzten Tage in der Fülle der Zeiten genießen, die Gabe des Heiligen Geistes ist. Ich weiß, dass der Heilige Geist uns jetzt und in Zukunft hilft. Ich lege auch als besonderer Zeuge Zeugnis ab für Jesus Christus und seine Rolle als unser Erretter und Erlöser und für Gott, der unser Vater im Himmel ist. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ich spreche zu euch, der heranwachsenden Generation, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ob alleinstehend oder verheiratet, zu euch, die ihr die zukünftigen Führer dieser Kirche seid. Angesichts der Schlechtigkeit, des Chaos, der Angst und der Verwirrung in der heutigen Welt spreche ich zu euch in aller Deutlichkeit darüber, wie erhaben und segensreich es ist, Gott zu erkennen. Jesus Christus hat viele Wahrheiten gelehrt, die des Vaters großen Plan des Glücklichseins und euren Platz darin erklären. Ich möchte über zwei davon sprechen, damit ihr eure Identität als Kind Gottes und den Zweck eures Lebens besser begreifen könnt. Erstens, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Zweitens, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Behaltet diese Wahrheiten bitte im Sinn. Sie erklären das Warum, wenn ich nun darlegen möchte, wie ihr und jeder von uns Gott erkennen könnt. Meine jungen Freunde, wir können damit beginnen, Gott zu erkennen, indem wir beten. Am 7. April 1829 nahm der 22-jährige Oliver Cowdery seine Arbeit als Schreiber für den 23-jährigen Joseph Smith auf. Sie waren jung, so wie ihr es seid. Oliver Cowdery bat Gott im Hinblick auf die Wiederherstellung und auf die Arbeit, die er dabei verrichten sollte, um eine Bestätigung. Als Antwort erhielt er diese Offenbarung. Siehe, du weißt, dass du mich gefragt hast und ich deinen Verstand erleuchtet habe. Ja, ich sage es dir, damit du weißt, dass es niemanden gibt außer Gott, der deine Gedanken und die Absichten deines Herzens kennt. Wenn du ein weiteres Zeugnis begehrst, dann denke in deinem Sinn an die Nacht, da du im Herzen zu mir geschrien hast. Habe ich deinem Sinn nicht Frieden zugesprochen? Welch größeres Zeugnis kannst du haben als von Gott? Wenn ihr voller Glauben betet, werdet ihr Gottes Liebe spüren, wenn sein Geist zu eurer Seele spricht. Ganz gleich, wie einsam oder unsicher ihr euch zuweilen fühlen mögt, ihr seid in dieser Welt nicht allein. Gott kennt euch persönlich. Wenn ihr betet, lernt ihr ihn kennen. Wenn ihr in den Heiligen Schriften lest, erfahrt ihr nicht nur etwas über den Erretter, sondern ihr könnt ihn tatsächlich kennenlernen. Im April 1985 sprach Elder Bruce McConkie bei der Generalkonferenz, 13 Tage bevor er starb. Zum Abschluss gab er sein Zeugnis. Ich bin einer seiner Zeugen und an einem künftigen Tag werde ich die Nägelmale in seinen Händen und Füßen fühlen und seine Füße mit meinen Tränen benetzen. Aber dann weiß ich auch nicht gewisser als jetzt, dass er der allmächtige Gottessohn ist, unser Retter und Erlöser, und dass die Errettung nur durch sein sühnendes Blut möglich ist und auf keine andere Weise. Wir, die wir Elder McConkie damals zugehört haben, erinnern uns noch heute an die Gefühle, die wir dabei gehabt haben. Zu Beginn seiner Ansprache erklärte er, warum sein Zeugnis so machtvoll war. Er sagte, wenn ich von diesen erstaunlichen Geschehnissen spreche, tue ich dies mit eigenen Worten, auch wenn Sie vielleicht meinen, es seien Worte aus der Heiligen Schrift. Es ist wahr, dass sie zuerst von anderen verkündet wurden, aber jetzt sind es meine Worte. Denn der Heilige Geist Gottes hat mir Zeugnis gegeben, dass sie wahr sind, und jetzt ist es so, als habe der Herr sie mir zuerst offenbart. Auf diese Weise habe ich seine Stimme gehört und kenne sein Wort. Wenn ihr in den Heiligen Schriften forscht und darüber nachsinnt, werdet auch ihr die Stimme Gottes hören, seine Worte kennen und ihn erkennen. Gott wird euch persönlich seine ewigen Wahrheiten offenbaren. Diese Lehren und Grundsätze werden zu einem Teil von euch, sie werden euch tief aus der Seele strömen. Zusätzlich zu dem persönlichen Schriftstudium ist es auch wichtig, als Familie in den Heiligen Schriften zu lesen. Wir wollten in unserer Familie, dass die Kinder lernen, wie man die Stimme des Geistes erkennt. Wir glauben, dass uns das gelungen ist, weil wir als Familie täglich im Buch Mormon gelesen haben. Unser Zeugnis wurde dadurch gestärkt, dass wir über heilige Wahrheiten gesprochen haben.
Das Schriftstudium wird zu einem Kanal für den Geist, durch den er jeden von uns individuell anleiten kann. Wenn ihr jeden Tag in den Heiligen Schriften forscht, allein und mit eurer Familie, werdet ihr lernen, die Stimme des Geistes zu erkennen, und ihr werdet Gott erkennen. Zusätzlich zum Beten und zum Schriftstudium müssen wir auch Gottes Willen tun. Der Erretter ist unser vollkommenes Vorbild. Er sagte: Ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Als der auferstandene Erretter den Nephiten erschien, erklärte er: Siehe, ich bin das Licht und das Leben der Welt, und ich habe aus jenem bitteren Kelch getrunken, den der Vater mir gegeben hat, und habe den Vater verherrlicht, indem ich die Sünden der Welt auf mich genommen habe. Und darin habe ich den Willen des Vaters in allem von Anfang an gelitten. Wir alle tun den Willen des Vaters, wenn wir unsere Bündnisse in Ehren halten, die Gebote halten und Gott und unseren Mitmenschen dienen. Meine Frau Rhonda und ich haben ganz normale Eltern, genau wie die meisten von euch wohl auch. Doch es gibt etwas, was ich an unseren Eltern besonders schätze. Sie haben ihr Leben dem Dienst für Gott gewidmet und uns gelehrt, es ihnen gleich zu tun. Als Rhondas Eltern erst ein paar Jahre verheiratet waren, wurde der 23-jährige Vater auf Vollzeitmission berufen. Er ließ seine junge Ehefrau und ihre gemeinsame zweijährige Tochter zurück. Dann wurde seine Frau berufen, die letzten 7 Monate seiner Mission gemeinsam mit ihm zu arbeiten, woraufhin sie ihre Tochter in der Obhut von Verwandten ließ. Ein paar Jahre später, sie hatten mittlerweile 4 Kinder, zogen sie nach Missoula in Montana, damit Rhondas Vater zur Universität gehen konnte. Sie waren erst ein paar Monate dort, als Präsident Spencer W. Kimball und Elder Markie Peterson meinen Schwiegervater als ersten Präsidenten des neu gegründeten Pfahles Missoula beriefen. Er war gerade einmal 34. Er ließ jeglichen Gedanken an Studium hinter sich und setzte alles daran, den Willen des Herrn zu tun, nicht seinen eigenen. Meine Eltern waren über 30 Jahre lang Verordnungsarbeiter im Tempel. Sie haben auch 5 Vollzeitmissionen erfüllt. In Riverside in Kalifornien, in Ulaanbaatar in der Mongolei, in Nairobi in Kenia, im Nauvoo Illinois Tempel und im Monterey Tempel in Mexiko. In Mexiko mussten sie sich sehr anstrengen, um die neue Sprache zu lernen, was mit 80 Jahren gar nicht mehr so einfach war. Doch sie bemühten sich, den Willen des Herrn zu erfüllen, anstatt ihre eigenen Wünsche für ihr Leben zu verfolgen. Für alle so eifrig engagierten Heiligen der letzten Tage überall in der Welt wiederhole ich die Worte des Herrn an den Propheten Nephi. Gesegnet bist du um des Willen, was du unermüdlich getan hast, denn du warst nicht auf dein eigenes Leben bedacht, sondern warst auf meinen Willen bedacht und dass du meine Gebote hältst. Wenn wir uns bemühen, Gottes Willen zu tun, indem wir ihm und unseren Mitmenschen treu dienen, spüren wir seine Zustimmung und erkennen ihn wahrhaft. Der Erretter lehrt, dass wir Gott am besten erkennen können, wenn wir wie er werden. Er hat gesagt: Darum, was für Männer sollt ihr sein? Wahrlich, ich sage euch, so wie ich bin. Würdigkeit ist völlig unerlässlich, um wie er zu werden. Der Herr gebietet: Heiligt euch. Ja, macht euer Herz rein und säubert eure Hände, damit ich euch reinigen kann. Wenn wir den Weg betreten, um wie Christus zu werden, kehren wir um, empfangen seine Vergebung und er reinigt unsere Seele. Um uns auf unserem Weg zum Vater zu helfen, hat der Herr uns diese Verheißung gegeben. Jede Seele, die von ihren Sünden lässt und zu mir kommt und meinen Namen anruft und meiner Stimme gehorcht und meine Gebote hält, wird mein Angesicht sehen und wissen, dass ich bin. Durch unseren Glauben an das Sühnopfer Jesu reinigt uns der Erretter, er heilt uns und versetzt uns in die Lage, ihn zu erkennen, indem wir wie er werden. Mormon lehrte: Betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, damit ihr Söhne und Töchter Gottes werdet, damit wir, wenn er erscheinen wird, ihm gleich sein werden. Wenn wir danach streben, wie Gott zu werden, kann er mehr aus uns machen, als wir es selbst jemals könnten. Um uns bei unseren Bemühungen zu helfen, hat Gott uns Vorbilder und Mentoren gegeben. Ich möchte kurz darüber sprechen, was ich für eines meiner Vorbilder, nämlich Elder Neil M. Maxwell, empfinde. In seinen Bemühungen, wie Gott zu werden, war er ständig bestrebt, seinen Willen dem des Vaters zu unterwerfen. Vor über 20 Jahren
sprach er mit mir über das, was ihn bewegte, kurz nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert worden war. Er sagte, ich möchte aktives Teammitglied sein, sowohl auf dieser Seite des Schleiers als auch auf der anderen. Ich will nicht an der Seitenlinie sitzen, ich will mitspielen. In den darauffolgenden Wochen zögerte er, Gott um Heilung zu bitten. Er wollte einfach Gottes Willen tun. Seine Frau Colleen wies ihn darauf hin, dass Jesus im Garten Gethsemane zuerst ausrief, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Erst danach sagte der Erretter, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Sie legte ihrem Mann ans Herz, dem Beispiel des Erretters zu folgen, um Hilfe zu bitten und dann seinen Willen, dem Willen Gottes, zu unterwerfen, was er auch tat. Nachdem er fast ein Jahr lang äußerst schwächende Behandlungen ertragen hatte, war er wieder voll im Spiel. Er diente noch weitere 7 Jahre. In den darauffolgenden Jahren wurden wir gemeinsam mit mehreren Aufgaben betraut. Ich spürte seine Güte, sein Mitgefühl und seine Liebe. Ich erlebte mit, wie er durch sein anhaltendes Leid und seinen unablässigen Dienst immer mehr geistig geläutert wurde, während er danach strebte, wieder Erretter zu werden. Das größte Vorbild und der größte Mentor für uns alle ist unser Herr und Heiland Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Komm und folge mir nach. Meine jungen Brüder und Schwestern, es ist eine lebenslange Aufgabe, Gott zu erkennen. Das ist das ewige Leben, dass wir den einzigen wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den der Vater gesandt hat. Sollen wir in einer so großen Sache nicht vorwärts gehen? Mut, meine jungen Freunde, und auf zum Sieg. Gott kennt euch und legt euch ans Herz, ihn zu erkennen. Betet zum Vater, forscht in den Heiligen Schriften. Bemüht euch, Gottes Willen zu tun, seid bestrebt, wieder Erretter zu werden und folgt rechtschaffenen Mentoren. Wenn ihr das macht, werdet ihr Gott und Jesus Christus erkennen und ihr ererbt ewiges Leben. Als ordinierter Zeuge für Gott und Jesus Christus spreche ich diese Aufforderung aus. Sie leben und sie lieben euch, das bezeuge ich. Im Namen Jesu Christi. Amen. Als ich vor vielen Jahren Seminarlehrer war, hörte ich, wie einer meiner Kollegen seine Schüler dazu aufforderte, über diese Frage nachzudenken. Wenn ihr zur Zeit des Retters gelebt hättet, warum wärt ihr ihm wohl als einer seiner Jünger gefolgt? Sie gelangten zu der Schlussfolgerung, dass diejenigen, die dem Retter heute nachfolgen und sich bemühen, seine Jünger zu sein, es wahrscheinlich auch damals getan hätten. Seitdem habe ich oft über diese Frage und über ihre Schlussfolgerung nachgedacht. Ich frage mich oft, wie ich mich wohl gefühlt hätte, wenn ich den Erretter in der Bergpredigt hätte sagen hören, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Können Sie sich vorstellen, wie Sie sich gefühlt hätten, wenn Sie die Stimme des Erretters gehört hätten? Eigentlich müssen wir es uns nicht vorstellen. Es ist zu einem regelmäßigen Erlebnis für uns geworden, die Stimme des Herrn zu hören. Denn wenn wir die Stimme seiner Diener hören, ist es dasselbe. 1838 verkündete der Herr durch den Propheten Joseph Smith eine ähnliche Botschaft wie in der Bergpredigt. Denn so soll meine Kirche in den letzten Tagen genannt werden, nämlich Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wahrlich, ich sage euch allen, erhebt euch und lasst euer Licht leuchten, damit es den Nationen ein Banner sei.
Unsere Zeit ist so außergewöhnlich, dass sie in einer Vision sogar dem Propheten Jesaja gezeigt wurde. Auch er hat den Tag der Wiederherstellung der Kirche Jesu Christi sowie ihren Zweck gesehen und diesbezüglich prophezeit, nämlich: Er stellt für die Völker ein Zeichen auf, um die Versprengten Israels wieder zu sammeln, um zerstreuten Judas zusammenzuführen von den vier Enden der Erde. Im Kontext der Heiligen Schriften ist ein Banner eine Fahne, um die sich Menschen mit einem gemeinsamen Ziel versammeln. In alter Zeit wurde ein Banner als Sammelpunkt für Soldaten verwendet, die sich in einer Schlacht befanden. Im übertragenen Sinne sind das Buch Mormon und die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi Banner für alle Nationen. Zweifelsohne gehört zu diesen großen Bannern der letzten Tage auch diese wunderbare Generalkonferenz, bei der das großartige Werk und der Plan unseres Vaters im Himmel, nämlich die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen, unablässig verkündet werden. Die regelmäßige Durchführung der Generalkonferenz ist ein gewichtiges Zeugnis dafür, dass wir als Heilige letzten Tage alles glauben, was Gott offenbart hat und alles, was er jetzt offenbart, und dass wir glauben, dass er noch viel Großes und Wichtiges offenbaren wird, was das Reich Gottes betrifft. Was hat der Herr noch durch Präsident Monson offenbart, was wir beständig tun sollen, damit unser Licht den Nationen ein Banner sein kann? Was gibt es Wichtiges zu tun in dieser herrlichen Zeit des Aufbaus Zions und der Sammlung Zions und der Sammlung Israels? Der Herr hat uns seinen Willen schon immer Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig offenbart. Deshalb sollten wir uns über das, was uns vielleicht geringfügig erscheint, nicht wundern, nur weil es simpel ist oder wiederholt wird. Denn der Herr hat uns bereits gesagt, dass diejenigen gesegnet sind, die auf meine Weisungen hören und meinem Rat ihr Ohr leihen. Denn sie werden Weisheit lernen. Denn dem, der empfängt, werde ich mehr geben. Ich bezeuge, dass wir Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Und wenn wir auf den Rat unserer Führer hören, Öl auf unsere Lampen erhalten, wodurch wir anderen Licht geben können, wie es uns der Herr gebietet. Obwohl es vieles gibt, was wir tun können, um anderen ein Licht und ein Banner zu sein, möchte ich mich auf die folgenden drei Punkte konzentrieren: den Sabbat heilig halten, das Erlösungswerk auf beiden Seiten des Schleiers beschleunigen und auf die Weise des Erretters lehren. Das Licht, über das wir sprechen, resultiert aus unseren Bemühungen, den Sabbat heilig zu halten, sowohl in der Kirche als auch zu Hause. Es ist das Licht, das immer stärker wird, wenn wir uns von der Welt unbefleckt halten. Es ist das Licht, das hervorkommt, wenn wir am heiligen Tag des Herrn unsere heiligen Handlungen darbringen und dem Allerhöchsten unsere Gottesverehrung entrichten. Durch all dies können wir den Geist des Herrn immer bei uns haben. Es ist das Licht, das immer stärker und sichtbar wird, wenn wir mit dem Gefühl von Vergebung wieder nach Hause gehen, von dem Präsident Henry B. Eyring bei der letzten Herbstgeneralkonferenz gesprochen hat, als er sagte: Von all den Segnungen, die wir sehen können, ist bei weitem die größte das Gefühl von Vergebung, das sich einstellt, wenn wir vom Abendmahl nehmen. Wir empfinden größere Liebe und Wertschätzung für den Erretter, dessen unbegrenztes Opfer es möglich macht, dass wir von Sünde gereinigt werden.
Ende des Zitats. Wenn wir den Sabbat heilig halten und vom Abendmahl nehmen, werden wir nicht nur gereinigt, sondern unser Licht wird auch stärker. Auch nimmt unser Licht zu, wenn wir der Suche nach den Namen unserer Vorfahren Zeit widmen und uns Zeit nehmen, diese Namen in den Tempel mitzunehmen und unseren Angehörigen und anderen zu zeigen, wie sie es uns gleich tun. Diese heilige Tempelarbeit und die Familienforschung, die uns mit den Heiligen auf beiden Seiten des Schleiers verbinden, schreiten durch den Bau der Tempel des Herrn weiter voran, weiter denn je. In den Tempel werden jetzt Zeiten für Familien angeboten, die mit ihren eigenen Namenskarten für Vorfahren kommen. Und meine Frau und ich haben schon wundervolle Erlebnisse mit unseren Kindern und Enkelkindern im Tempel gehabt. Wenn wir Namen finden, sie in den Tempel mitnehmen und anderen zeigen, wie es uns gleich tun, leuchten wir gemeinsam wie ein Banner. Zu lernen, wie der Retter zu lehren, ist eine weitere Möglichkeit, wie wir uns erheben und leuchten können. Ich freue mich mit jedem, der gerade dabei ist, zu lernen, auf die Weise des Herrn zu lehren. Ich möchte Ihnen vorlesen, was auf dem Umschlag des neuen Leitfadens steht. Das Ziel eines jeden Lehrers im Evangelium, jedes Vaters und jeder Mutter, jedes offiziell berufenen Lehrers, jedes Heimlehrers und jeder Besuchslehrerin und jedes Nachfolgers Christi besteht darin, die reine Evangeliumslehre durch den Geist zu lehren, um den Kindern Gottes dabei zu helfen, ihren Glauben an den Retter zu stärken und ihm ähnlicher zu werden. Jetzt gerade halten tausende treue Lehrer ein Licht hoch, weil sie mehr darüber lernen, wie man auf die Weise des Erretters lehrt. In diesem Zusammenhang ist auch das neue Lehrerforum eine Möglichkeit, sich zu erheben und zu leuchten, wenn sich die Schüler um das Banner der Lehre Christi versammeln. Denn wenn wir wie der Erretter lehren möchten, müssen wir so leben, wie er gelebt hat. Wenn wir alle auf die Weise des Erretters lehren und lernen und mehr wie er werden, leuchtet unser Licht heller und kann nicht verborgen werden. Dann wird es zu einem Banner für diejenigen, die nach dem Licht des Erretters suchen. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir sollen und dürfen unser Licht nicht verbergen. Unser Erretter hat uns geboten, unser Licht leuchten zu lassen, genau wie eine Stadt auf einem Berg oder das Licht auf einem Leuchter. Wenn wir das tun, verherrlichen wir unseren Vater im Himmel. Das Evangelium des Erretters und seine wiederhergestellte Kirche geben uns viele Möglichkeiten, unser Licht zu einem Teil des großen Banners für die Nationen zu machen. Ich bezeuge, dass Jesus Christus das Licht ist, das wir widerspiegeln müssen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder und Schwestern, am Ende der Konferenz bedanken wir uns herzlich bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, diese Gottesdienste vorzubereiten. Wir danken allen, die gesprochen oder erbauliche Musik dargeboten haben. Wir sind dankbar für den Geist, den wir verspürt haben und den Glauben, der uns vereint hat und den Segen, einen lebenden Propheten zu haben, nämlich unseren lieben Präsidenten Thomas S. Monson. Zum Ende dieser Konferenz danken wir Ihnen für Ihre Gebete und das, was Sie tun, und wir grüßen Sie von Herzen und geben einem jeden von Ihnen unseren Segen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Konferenz mit dem Lied »O fest wie ein Felsen«. Das Schlussgebet spricht Elder Markus A. Eidukaitis von den 70ern. Damit wird die Konferenz dann vertagt. Was für eine wunderschöne Konferenz das doch gewesen ist. Sie hat uns wahrhaftig aufgebaut. Jede Generalkonferenz dient vor allem dazu, unseren Glauben an Gott Vater und an unseren Erretter, den Herrn Jesus Christus, zu stärken. Heute spreche ich über die Grundlagen dieses Glaubens. Die Grundlage, auf die der Einzelne baut, wird, wie fast alles, was erstrebenswert ist, schrittweise errichtet. Schicht für Schicht, da eine Erfahrung, dort eine Herausforderung, hier ein Rückschlag, da ein Erfolg. Wenn ein Kind seine ersten Schritte macht, ist das für die Eltern immer ein ganz besonderes Erlebnis. Es ist ein herrlicher Anblick. In dem süßen Gesichtsausdruck des Kleinen spiegeln sich Entschlossenheit, Freude, Überraschung und Erfolg wider. Ein wahrhaftig bahnbrechendes Ereignis. In unserer Familie gab es vor Jahren auch einmal so eine Sternstunde. Unser Jüngster kam mit seinen 4 Jahren ganz stolz ins Haus und verkündete der ganzen Familie freudestrahlend: Ich kann jetzt alles. Ich kann binden, fahren und zumachen. Uns war schon klar, was gemeint war. Er konnte sich die Schuhbänder zubinden, mit dem Dreirad fahren und selber den Reißverschluss seiner Jacke zumachen. Wir lachten zwar, doch uns war uns auch bewusst, was für bahnbrechende Leistungen das für ihn waren. Er dachte tatsächlich, er hätte es geschafft und wäre nun erwachsen. Die körperliche, die intellektuelle und die geistige Entwicklung haben vieles gemeinsam. Die körperliche Entwicklung ist unübersehbar. Als Kleinkind machen wir die ersten Schritte und Tag für Tag, Jahr für Jahr machen wir weiter Fortschritt. Wir wachsen und entwickeln uns, bis wir eines Tages den Körper eines Erwachsenen haben. Dieser Vorgang ist bei jedem anders. Wenn ein Sportler oder ein Musiker herausragende Leistungen erbringen, heißt es oft, er sei äußerst talentiert. Das stimmt im Grunde genommen ja auch. Und doch sind seine Leistungen auch das Ergebnis jahrelanger Vorbereitungen und Übungen. Der bekannte Autor Malcolm Gladwell nennt dies die 10.000-Stunden-Regel. Wissenschaftlern zufolge muss man so viele Stunden mit Üben zubringen, sei es im Sport, in der Musik, um eine Wissenschaft zu beherrschen, bestimmte berufliche Fertigkeiten zu erlernen, medizinische oder juristische Fachkenntnis zu erwerben und so weiter. Einer dieser Wissenschaftler sagt, man braucht 10.000 Übungsstunden, um etwas so beherrschen zu können wie ein Experte von Weltrang. Und das gilt für alles. Den meisten ist bewusst, dass Vorbereitung und Übung unumgänglich sind, will man körperlich oder intellektuell Spitzenleistungen erbringen. Leider wird in unserer zunehmend profanen Welt nicht so viel Augenmerk darauf gelegt, dass es auch ein großes Maß an geistigem Wachstum bedarf, um mehr wie Christus zu werden und die Grundlagen für dauerhaften Glauben zu legen. Wir neigen dazu, geistige Schlüsselerlebnisse überzubewerten. Damit meine ich den besonderen Fall, wenn wir unmissverständlich spüren, wie der Heilige Geist eine geistige Einsicht in Herz und Verstand bestätigt. Wir freuen uns an solchen Augenblicken
und wollen deren Bedeutung auch gar nicht schmälern. Aber wer dauerhaften Glauben und den Heiligen Geist als ständigen Begleiter sucht, für den gibt es keinen Ersatz. Er muss, wie das auch bei der körperlichen und der intellektuellen Entwicklung der Fall ist, konsequent nach seiner Religion leben. Wir müssen auf eben jene Erlebnisse, die manchmal den ersten Schritten eines Kleinkindes ähneln, bauen. Dazu müssen wir uns verpflichten, die heilige Abendmahlsversammlung zu besuchen, uns eingehend mit den Schriften zu befassen, zu beten und zu dienen, wo auch immer wir berufen sind. Im Nachruf eines jüngst verstorbenen Vaters von 13 Kindern steht, dass die Angewohnheit des täglichen Gebets und Schriftstudiums seine Kinder maßgeblich beeinflusst und ihnen eine unverrückbare Grundlage des Glaubens an den Herrn Jesus Christus mitgegeben hat. Ein Schlüsselerlebnis hatte ich im Alter von 15 Jahren. Meine gläubige Mutter hatte stets wacker versucht, mir dabei zu helfen, mein Leben auf die Grundlagen des Glaubens zu stellen. Ich besuchte die Abendmahlsversammlung, war in der PV gewesen, bei den jungen Männern und im Seminar. Ich las das Buch Mormon und pflegte mein persönliches Gebet. Als dann mein lieber Bruder, der älter war, in Erwägung zog, auf Mission zu gehen, kam es in unserer Familie zu einem einschneidenden Vorfall. Mein guter Vater, der in der Kirche weniger aktiv war, verlangte, mein Bruder solle seine Ausbildung fortsetzen, statt auf Mission zu gehen. Dies wurde zu einem Streitpunkt. In einem denkwürdigen Meinungsaustausch mit meinem 5 Jahre älteren Bruder, der der Wortführer war, gelangten wir damals zu der Einsicht, dass die Entscheidung für eine Mission von 3 Faktoren abhängt. Erstens, ist Jesus Christus der Gottessohn? Zweitens, ist das Buch Mormon wahr? Und drittens, ist Joseph Smith der Prophet der Wiederherstellung? Als ich an jenem Abend eindringlich betete, bestätigte mir der Geist die Wahrheit dieser 3 Punkte. Mir wurde auch klar, dass so gut wie jede weitere Entscheidung in meinem Leben ebenfalls von der Antwort auf diese 3 Fragen abhängt. Und insbesondere wurde mir bewusst, wie unabdingbar der Glaube an den Herrn Jesus Christus ist. Zurückschauend verdanke ich es wohl hauptsächlich meiner Mutter, dass die Grundlagen vorhanden waren, sodass ich an jenem Abend eine geistige Bestätigung erhalten konnte. Mein Bruder, der bereits ein Zeugnis hatte, entschied sich für die Mission und gewann schlussendlich auch Rückhalt durch unseren Vater. Geistige Führung erlangen wir je nach Bedarf, und zwar gemäß dem Zeitplan und dem Willen des Herrn. Das Buch Mormon, ein weiterer Zeuge für Jesus Christus, ist ein sehr gutes Beispiel. Vor kurzem konnte ich ein Exemplar der Erstausgabe des Buches Mormon betrachten. Mit 23 Jahren vollendete Joseph Smith die Übersetzung. Einiges über den Vorgang des Übersetzens und die dabei verwendeten Hilfsmittel ist ja bekannt. Jener ersten Ausgabe aus dem Jahr 1830 fügte Joseph Smith ein kurzes Vorwort bei, in dem er einfach und unumwunden kundtat, dass das Buch durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt worden ist. Was ist nun mit den Hilfsmitteln zum Übersetzen, dem Urim und Thummim, den Sehersteinen? Waren sie erforderlich oder wurden sie, wie die Stützräder eines Fahrrads, nur so lange gebraucht, bis Joseph den notwendigen Glauben ausüben und Offenbarung unmittelbar empfangen konnte? So wie Wiederholung und stetes Bemühen notwendig sind, wenn jemand auf sportlichem oder intellektuellem Gebiet Großes leisten will, so ist dies auch bei geistigen Angelegenheiten der Fall. Bedenken wir doch, der Bote Moroni erschien Joseph Smith 4-mal mit genau derselben Botschaft, bevor dieser die Platten sehen durfte. Ich bin der Ansicht, dass die wöchentliche Teilnahme an der heiligen Abendmahlsversammlung geistige Auswirkungen hat, die wir noch nicht ganz erfassen können. Wenn wir regelmäßig über die heiligen Schriften nachsinnen, statt nur gelegentlich darin zu lesen, kann etwas Herrliches geschehen, was unser Leben ändert. An die Stelle bloßen oberflächlichen Verstehens tritt stärkerer Glaube. Der Glaube ist ein Grundsatz, in dem Macht liegt. Ich möchte dies verdeutlichen. Als ich erst kurz auf Mission war, erläuterte mir mein lieber Missionspräsident auf eindrucksvolle Weise den Bericht aus Lukas 8 von der Frau, die schon 12 Jahre lang an Blutungen gelitten und all ihr Geld den Ärzten gegeben hatte, die sie jedoch nicht zu heilen vermochten. Präsident Nelson hat es heute in einer vorangegangenen Versammlung angesprochen gehabt. Bis zum heutigen Tag ist dies eine meiner Lieblingsschriftstellen.
Wie Sie ja wissen, glaubte die Frau daran, sie werde geheilt, wenn sie nur den Saum des Gewandes des Erretters berührt. Und als sie dies tat, wurde sie auch sofort geheilt. Der Erretter, der mit seinen Jüngern unterwegs war, fragte: Wer hat mich berührt? Die Antwort des Petrus lautete, dass sich ja die Leute von allen Seiten um ihn drängten. Jesus erwiderte: Es hat mich jemand berührt, denn ich fühlte, wie eine Kraft von mir ausströmte. Der Erretter spricht hier von einer Kraft. Der Heiland hatte die Frau also weder gesehen, noch sich auf ihr Anliegen konzentriert. Doch ihr Glaube war dermaßen stark, dass sie sich durch die Berührung des Saums seines Gewandes die heilende Kraft des Gottessohnes sicherte. Da sagte er zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Über diese Schriftstelle denke ich immer wieder nach. Mir ist bewusst, dass unsere Gebete und Bitten an den liebevollen Vater im Himmel im Namen Jesu Christi zu Segnungen führen können, die unser Verständnis bei weitem übersteigen. Die Grundlagen des Glaubens, nämlich jener Art Glaube, wie ihn diese Frau an den Tag gelegt hat, sollten auch unser großer Herzenswunsch sein. Doch auch eine anfängliche Grundlage des Glaubens bedeutet nicht, selbst wenn sie mit einer geistigen Kundgebung einhergeht, dass wir vor Herausforderungen gefeit sind. Bekehrung zum Evangelium heißt ja nicht, dass sich alle unsere Probleme in Luft auflösen. In den Anfangstagen der Kirche und den Offenbarungen im Buch Lehre und Bündnisse finden sich sehr gute Beispiele dafür, wie Glaubensgrundlagen geschaffen werden und wie man mit den Wechselfällen des Lebens und mit Problemen, wie sie jeder durchmacht, umgeht. Die Fertigstellung des Kirtland-Tempels war für die gesamte Kirche ein grundlegendes Ereignis. Sie wurde begleitet von geistigen Kundgebungen, Offenbarungen zur Lehre und der Wiederherstellung notwendiger Schlüssel für den weiteren Aufbau der Kirche. Wie die ursprünglichen Apostel am Pfingsttag, so hatten auch im Zusammenhang mit der Weihung des Kirtland-Tempels viele Mitglieder wunderbare geistige Kundgebungen. Aber wie auch bei uns heißt das nicht, dass diese Menschen in der Folge nicht auch mit Problemen oder Schwierigkeiten zu ringen gehabt hätten. Die Mitglieder konnten damals noch nicht wissen, dass den Vereinigten Staaten im Jahr 1837 eine Finanzkrise bevorstand, die auch die Mitglieder bis aufs Äußerste auf die Probe stellen sollte. Eine solche Herausforderung im Zusammenhang mit der Finanzkrise hat auch etwa Elder Parley P. Pratt erlebt, eine der großen Führungspersönlichkeiten aus den Tagen der Wiederherstellung. Er gehörte dem ursprünglichen Kollegium der 12 Apostel an. Anfang 1837 starb seine liebe Frau Thankful nach der Geburt ihres ersten Kindes. Parley und Thankful Pratt waren fast 10 Jahre verheiratet gewesen und ihr Tod warf ihn völlig aus der Bahn. Nur ein paar Monate später befand sich Elder Pratt inmitten einer der schwierigsten Zeiten, die die Kirche jemals durchgemacht hatte. Abgesehen von der landesweiten Krise gab es vor Ort noch weitere wirtschaftliche Probleme, etwa Landesspekulationen und ein ums Überleben kämpfendes Geldinstitut, das Joseph Smith und weitere Führer der Kirche gegründet hatten. All das führte in Kirtland zu Zwistigkeiten und erheblichen Meinungsverschiedenheiten. Privat trafen manche Führer der Kirche in finanzieller Hinsicht nicht immer die klügsten Entscheidungen. Parley Pratt erlitt herbe Verluste und war eine Zeit lang nicht gut auf den Propheten Joseph Smith zu sprechen. In einem Schreiben kritisierte er ihn scharf und äußerte sich auch öffentlich abfällig über ihn. Doch gleichzeitig sagte Parley Pratt von sich, er glaube weiterhin an das Buch Mormon und das Buch Lehre und Bündnisse. Elder Pratt hatte seine Frau, seinen Grundbesitz und sein Zuhause verloren. Ohne Joseph Bescheid zu geben, machte er sich auf den Weg nach Missouri. Unterwegs traf er unerwarteterweise seine Mitapostel Thomas B. Marsh und David Patton, die auf dem Rückweg nach Kirtland waren. Ihnen war es wichtig, dass im Kollegium wieder Einklang herrschte, und sie brachten Pratt dazu, mit ihnen zurückzukehren. Ihm wurde auch klar, dass niemand herbere Verluste zu beklagen gehabt hatte als Joseph Smith und dessen Familie. Pratt suchte den Propheten auf, weinte und gestand, dass das, was er getan hatte, falsch gewesen sei. In den Monaten nach dem Tod seiner Frau hatte sich Parley Pratt wie unter einer dunklen Wolke befunden und war seinen Befürchtungen und Enttäuschungen erlegen. Joseph, der wusste, wie es ist, wenn man Widerstand und Versuchungen ausgesetzt ist, vergab Pratt freimütig, betete für ihn und segnete ihn. Parley Pratt sowie andere, die treu blieben, zogen Nutzen aus diesen Schwierigkeiten in Kirtland. Sie nahmen an Weisheit zu und wurden edler und rechtschaffener.
Diese Eigenschaften wurden Teil ihrer Glaubensgrundlage. Widrigkeiten sollten nie als Missfallensbekundung des Herrn oder als Entzug seiner Segnungen betrachtet werden. Zum Feuer des Schmelzers, das uns auf unsere ewige, zelestiale Bestimmung vorbereiten soll, gehören nun einmal Gegensätze in allem. Als der Prophet Joseph Smith im Gefängnis zu Liberty eingekerkert war, zählte der Herr mannigfache Probleme auf, etwa Drangsal oder falsche Beschuldigungen, und schloss mit den Worten: Wenn die Hölle selbst ihren Rachen weit aufreißt nach dir, dann wisse, mein Sohn, dass dies alles die Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen wird. Des Menschensohn ist unter das alles hinabgefahren. Bist du größer als er? Der Herr machte Joseph Smith auch klar, dass seine Tage bekannt seien und ihm nichts davon abgerechnet werden würde. Zuletzt bekräftigte er: Darum fürchte nicht, was Menschen tun können, denn Gott wird mit dir sein für immer und immer. Was sind nun die Segnungen des Glaubens? Was bewirkt der Glaube? Die Liste ist fast endlos. Aufgrund des Glaubens an Christus können uns unsere Sünden vergeben werden. Diejenigen, die Glauben haben, haben Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Durch Glauben an den Namen Christi wird man errettet. Gemäß unserem Glauben an Christus empfangen wir Kraft. Niemand kann in die Ruhe des Herrn eingehen, außer diejenigen, die aufgrund ihres Glaubens ihre Kleider im Blut Christi gewaschen haben. Gebete werden gemäß unserem Glauben erhört. Wenn es unter den Menschenkindern keinen Glauben gibt, kann Gott keine Wundertaten unter ihnen wirken. Letzten Endes ist unser Glaube an Jesus Christus die unentbehrliche Grundlage für unsere ewige Errettung und Erhöhung. Schon Helaman lehrte seine Söhne: Denkt daran, dass es auf dem Fels unseres Erlösers ist, und das ist Christus, der Sohn Gottes, dass ihr eure Grundlage bauen müsst und der eine sichere Grundlage ist. Und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Ich bin dankbar, dass durch diese Konferenz die Grundlagen unseres Glaubens gestärkt worden sind. Meine Bitte ist, dass wir die nötigen Opfer bringen und jene Demut an den Tag legen, die die Grundlagen unseres Glaubens an den Herrn Jesus Christus stärken. Für ihn lege ich ein zweifelsfreies Zeugnis ab. Im Namen Jesu Christi. Amen. Thank you.
Lieber Vater im Himmel, am Ende dieser wundervollen Konferenz neigen wir unser Haupt vor dir in tiefer Dankbarkeit für die Fülle an Zeugnis und Glauben, dessen wir hier in diesen zwei Tagen Zeugnis wurden. Wir danken dir, Vater, für die großartige Segnung, hierin teilnehmen zu dürfen, persönlich oder irgendwo anders auf der Welt. Wir wurden aufgerichtet, ermutigt, gestärkt im Glauben, damit wir voranschreiten können in all den Herausforderungen des Lebens, mit Glauben und Entschlossenheit, das Richtige zu tun. Wir danken dir, Vater, für dein wundervolles Evangelium. Wir danken dir für lebendige Propheten, besonders Präsident Monson und in seinem Führen. Wir danken dir, Vater, für die Schriften, das Buch Mormon, die Macht des Priestertums, die rettenden heiligen Handlungen, die Tempel, die neuen Tempel, die angekündigt wurden in diesen Tagen. Besonders, Vater, danken wir dir für unseren Herrn und Erretter Jesus Christus, für sein Sühnopfer. Denn er ist unser Erretter, unser Meister, den wir dienen. Bitte, Vater, gib uns Stärke, dass wir jetzt vorangehen und nicht vergessen, was wir hier gelernt und gefühlt haben. Den Wunsch umzukehren und zu tun, was richtig ist und uns besser zu werden und unsere Schwächen in Stärken zu verwandeln. Damit wir, und lass uns bald zusammenkommen wieder. Wir beten dafür im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 187. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Übertragung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jegliche Vervielfältigung ist untersagt.